Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Am heutigen Punchart-Mittwoch möchte ich euch diese kleinen Häschen vorstellen, die ich für das Punchart-Buch mir ausgesucht habe und möchte euch zeigen, wie ich die erstellt habe. Ihr braucht dazu eine Stanze 1 Zoll, ihr braucht, ich habe zumindest benutzt, aus der nicht mehr vorhandenen Weihnachtsmannmützenstanze den Pommel für den Poppes. Ich habe benutzt aus der nicht mehr vorhandenen Stanze, doch, die gibt es glaube ich noch, von dem Lebkuchenmännchen die Schleife. Dann habe ich benutzt 3/4 Zoll und 1/1 Zoll und unsere Gänseblümchenstanze. So. Das sind die Stanzen, die wir brauchen, wobei eine gibt es nicht mehr mit dem Poppes. Oh, nicht erschrecken, da musste ich gerade mal einen Huster rausschneiden. Also, die gibt es nicht mehr, aber vielleicht habt ihr eine andere Idee oder ihr habt sie zu Hause. Das ist der Pompon auf dem Popo. So, die legen wir zur Seite und dann starten wir auch schon. Ich werde dieses Mal das Häschen mal in weiß machen. Hoppala, jetzt fällt hier mein vorbereitetes Zeug gerade alles auseinander. Entschuldigung. So, werde es in weiß machen. Wir machen hier ein kleines und ein großes Häschen. Also brauchen wir einmal den Kopf von dem kleinen Häschen in 3/4 Zoll, den Körper von dem kleinen Häschen in 1 Zoll, den Kopf von dem großen Häschen in 1 Zoll, den Körper von dem großen Häschen in 1/1 Zoll, und dann brauchen wir, das machen wir glaube ich dieses Mal in Sahara-Sand, ist die Farbe, mit der ich gearbeitet habe. Wir brauchen den Poppes, genau. Machen wir jetzt mal beide in Sahara-Sand. Einen. Und noch einen. Dann brauchen wir noch eine Schleife, die finde ich immer ganz nett in einer rosa Variante. Ich nehme dann aber jetzt mal so ein Reststück. Gucken, ob das passt. Das passt total prima. Dann hat die Schleife sogar noch 2 Dekopünktchen. Das ist doch auch süß. So. Dann machen wir noch die Ohren. Die Ohren nehmen wir aus der Gänseblümchenstanze. Und zwar habe ich bei den Ohren immer nur 2 und ein bisschen hinten zum Aufkleben abgeschnitten. So. Dann brauchen wir noch 2 Öhrchen für den anderen Hasen. So, dann haben wir auch, glaube ich, schon alle Zutaten. Ich stelle mal hier die Stanzen ein bisschen zur Seite. Hier ist wieder unser Müllberg, den kennt ihr schon, ne? Fällt euch eigentlich was auf? Scheller hier, ne? Ich habe meine Ringleuchte aufgebaut. Jawohl. Was jetzt auffällt, ist, dass der Tisch nicht sauber ist. Das ist mir aber auch gerade eben erst aufgefallen, als ich hier startklar war. Es ist noch ein bisschen Klebe drauf. Ist mir vorher echt nicht aufgefallen.
Aber gut, das klären wir dann auch noch. So, jetzt nehmen wir Tombow und kleben mit so einem kleinen Mü auf der Spitze. Na, wie wär's mit scharf? Mit scharf wird heute nichts, ne? Moment. So, muss man nachhelfen. Also, mit so einem kleinen Mühtombo auf der Spitze kleben wir jetzt die Ohren an den Kopf. Und ich habe dann, das können wir gleich mitmachen, ein Ohr einfach so ein bisschen abgeknickt. So, dann habe ich mit ein bisschen Tombow den Kopf auf den Körper geklebt. Also wir kleben jetzt 3/4 Zoll an 1 Zoll. Na, ich versuche es mal auf dem Tisch. So, muss man noch ein bisschen die Sauerei wegmachen hier. So. Dann kriegt der noch ein Bobbes. Das machen wir wieder mit. Doch richtig hingefasst. So. Kriegt er hier so ein Bobbes. Und dann machen wir schon den anderen Hasen. Dann ist erst das Hasi-Baby schon fertig. Jetzt kommt Hasi-Mutti. 3/4, nee, Entschuldigung, 1 Zoll Kopf. Kleben wir dann an 1/1 Zoll Körper. Wo wir übrigens bei Punchart sind, ne? 1/1 Zoll, 1 Zoll, 3/4 Zoll. Haben wir einen Schneemann, ne? Kann man dann noch ein bisschen einen Hut und hier diese Dinger könnte man ja vielleicht auch in Schwarz für die Kohlestückchen und dann noch ein bisschen Orange, kleines Dreieck schneiden für die Nase und schon haben wir Schneemann. Also Kreisstanzen sind mindestens genauso effizient und vielseitig einsetzbar wie die Eulenstanze. So. Sehr schön. Oder haben wir das Öhrchen glatt vergessen? Muss man ja auch erkennen, dass das Mama Osterhase und Kinder Osterhase ist, wenn die den dasselbe Öhrchen abgeknickt haben. So, Schleifchen drauf. Ja, und schon sind meine Osterhasen fertig. Also gerade auch Osterhasen kein Hexenwerk. Dann machen wir es einfach noch mal eben komplett. Wir nehmen hier 2, 3, 4 Dimensionals.
Und dann habe ich schon mal was vorbereitet, nämlich den Rest der Karte. Und dazu gehört ja das Ei. Wenn es denn eins sein soll, ich meine, das ist ja jetzt der Kreativität freien Lauf gelassen. So, das Kind gleich daneben. Und dann kommt das Ei. So. So, sieht hinterher kein Mensch, dass das kein Dimensional ist, sondern der Rand. Auf die Karte. Und bevor wir es da drauf kleben, müssen wir erst den Faden kleben. Hier habe ich schon mal abgeschnitten. Und dann nehme jetzt mal die Rolle und nicht den Ständer. So. Können wir uns hoch. Das ist falsch rum. Ich wollte ja das Streifige nach außen haben. So. Ich habe schon wieder einen Frosch im Hals. Ey, es ist echt unfassbar hier. Und dann nehmen wir noch ein Glue-Dot für die andere Seite. Na. Ich glaube, da nehmen wir noch mal einen zweiten, der ist sehr mittig geworden. So. Genau, jetzt gucken wir, dass das vorne erst schön aussieht. Oh. Ja, und einen habe ich sogar noch unterm Finger. Haha. Ich möchte mich nicht an die Karte kleben. Hallo. So. So. Jetzt haben wir es aber. Schwere Geburt, meine Herren. Ja, und jetzt können wir im Endeffekt hier das nehmen. Einfach hier drüber kleben. So. Dann habe ich noch eine kleine Schleife vorbereitet. Die kriegt einen Glue-Dot. Den können wir jetzt mal auf die andere Seite setzen. Da ist ein bisschen mehr Platz. Dann haben wir frohe Ostern. Hier sind noch kleine Dimensionals. Seit meinem Hustenanfall gerade, den ich euch ja erspart habe, habe ich jetzt irgendwie einen Frosch im Hals. So. Wir können jetzt frohe Ostern nochmal hier oben drauf kleben, damit sie vielleicht ein bisschen anders ist als die andere. Dann habe ich natürlich auch schon eine Karte vorgeschnitten. Die Kartenmaße sind ja immer gleich bei mir. Die kennt ihr schon. Für alle, die sie noch nicht kennen, ich bastel Karten in 14,5 x 10,5 und der Designpapier-Layer hat 14,25 x 10,25. So, ein bisschen Tombow drauf. So, bin schon vorbereitet für nächstes Jahr. Schon zwei Osterkarten fertig.
Das ist doch schön, oder? Entschuldigung. So. Das sind die Karten und das ist Punchart Osterhase. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, meine Idee gefällt euch und ihr habt Spaß am Nachbasteln. Ich freue mich, dass wir jetzt hier so viel Licht haben. Jetzt kann es gut werden. Jetzt müssen wir nur noch umziehen mit dem Kreativraum. Das passiert in 5 Wochen tatsächlich, weil mein neues Sofa kommt auch erst Anfang Oktober. Ich habe jetzt eins gekauft, bestellt. Aber das kommt erst Anfang Oktober und nun zieht sich das alles ein bisschen länger in die Länge. Aber das ist auch gut, dann habe ich einfach noch ein bisschen mehr Zeit, kann vielleicht nochmal was aussortieren oder habe nicht so viel Stress, weil das Sofa kommt. Ja, also Punchart Ostern. Morgen haben wir dann Punchart Tannenzapfen und ich bin immer noch auf der Suche nach einem tollen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, genau, Freitag wollte ich noch was machen. Nach einem schönen Punchart für Freitag und vielleicht auch noch eins für Samstag. Ich muss noch mal gucken, wie wir das hier so weitermachen. Ja, für heute erstmal alles Liebe und einen schönen Tag. Tschüss! Thank you.